Ach, warum bist denn du so traurig? Warum ich traurig bin? Ja. Das ist die letzte Woche in meinem Leica. Dann wird es verkauft. Es wird in Zahlung gegeben. Aber ich freue mich auch. Dann kriege ich ein neues Wohnmobil. Mit einem ganz anderen Grundkonzept. Da freue ich mich schon drauf. Und wieso? Ja, weil es mehr Platz bietet und wir demnächst sowieso ohne Kinder fahren und dann mehr Zeit für uns haben und mit ein bisschen mehr Platz, ein bisschen mehr Komfort dabei. Da freue ich mich drauf. Gab es denn auch eine Abschiedstour? Ja, natürlich. Mit allen beiden Kindern dabei. Da sind wir bis nach Südtirol gefahren, nach Brixen zu einer Familienfeier. Und nochmal richtig in die Berge reingekraxelt auf so einen Buschenschankhof zum Essen. Und einer kleinen Eisenbahnbrücke mit 3,50 durch. Also das war noch eine ganz nette Abschiedstour. So, jetzt wollen wir euch mal das schöne Leica zeigen, was wir verkauft haben. Hier sind meine schönen Alufelgen. Die Wahnsinnstreppe, dass man rauskommt. Und dann gehen wir mal rein und zeigen euch, was alles drinnen ist. Wie lang ist denn dein Hallo? Wohnmobil? Hallo? 7,20 Meter. Höhe? 3,40 Meter. Breite? 3,20. 2,30. 2,30. Zahlendreher. So, das ist unser Bett, circa 1,60 mal 2 Meter. Rechts und links mit Ablagen, Beleuchtung und Innenraumbeleuchtung, falls man mal auf die Toilette muss, ist der mittlere Knopf. Zwei Fenster, ein Oberlicht plus Leiter. Dann zeigen wir euch unseren großen Schrank. Da hatten wir unsere Anziehsachen drin. Eine große Klappe, drei Unterteilungen, circa sechs, also sechs Fächer. Und im letzten Fach ist unsere Solaranlage drin. Also zumindest der Laderegler Der für die Laderegler. Solaranlage. Die Solaranlage selber ist Oben oben auf dem drauf. Dach. Genau. Das war der Schrank. Mit leisem Einzug. Klick zu. So, hier haben wir dann unseren Fernseher hingebaut. Das haben wir uns selber konstruiert. Der Fernseher war ursprünglich in diesem Fach. Haben wir noch ein kleines Regalboden eingezogen halt. Fernseher ist von oben nach unten verstellbar und auch drehbar. Dann haben wir hier noch mal ein kleines Fach. Da war ja Krimskrams drin, oder? Ja, allerlei Krimskrams, Videos, Taschentücher, Bücher. Hinter dem eingezogenen Regalboden, den ich eingebaut habe, ist die Revisionsklappe für weitere Elektroknoten. Kabel und Vorinstallation Installation für das. für die Sat-Antenne. So. Hier oben haben wir dann noch eine Dachluke. Hier haben wir auch rechts und links Beleuchtung. Und Ambientebeleuchtung haben wir noch. Ja. Hier und auch hier. Dann haben wir hier auf der Lümmelbank ein Schiebefenster. So, dann gehen wir mal weiter. Dann haben wir hier unseren Tisch. Aha. Den kann man hier ausziehen. Und dann hat man eine große Sitzfläche. Aber wenn man mal zu viert sitzen will, ne? Was wir ja nicht mehr demnächst haben. Mit Kindern. Wir haben vorgerüstet drei Sitzplätze. richtige mit Gurte Gurt. Hier, den sieht man für drei Mitfahrer noch und dafür den großen Tisch. Hier haben wir noch einen Schuhschrank. Ziemlich weit rein geht der.
Genau. Ist die Hälfte vom Schrank, weil hier sind dann die Gasflaschen drunter. Und unter dieser Sitzbank ist die Heizung. Eine Truma E, was so viel heißt wie mit Elektro beheizbar. So, dann gehen wir mal in die Küche. Da haben wir wieder einen Schrank. Ausreichend für uns, ne? Ja. Ein Oberlicht. Dann haben wir hier so Doppelbeleuchtung. Wir haben aber auch hier Beleuchtung und eine Dunstabzugshaube. Was haben wir hier? Und hier ist jetzt die Truma, die Heizung für, das ist Gas und das ist für Elektro zum Zustellen, damit es besser, ja, was für sich hält im Herbst. Ganz stolz ist mein Mann auf dieses Olivenholzbrettchen, was wir selbst aufgebaut haben. Kann man immer mal was abstellen. Ist fest, relativ. Und eine große Spüle. Mit einem Brettchen drauf. Ein 4-Flammen-Herd hatten wir. Habe ich jetzt alles abgedeckt. Mit Piezo-Zündung. Dann haben wir noch drei Kästen, drei Schubladen. Wo allerhand reinpasst. Und das Beste an der Küche war eigentlich dieser Schrank mit dem doppelten Auszug sozusagen. Boah, der geht ja weit raus. Ja, da passt allerhand rein. Da ist ja der ganze Unterboden bis hinten hin genutzt. Ja. Ist aber auch ein Extra gewesen, ne? Ist ein Extra. Super. So, dann haben wir in der Küche noch einen Schrank. Dann haben wir einen Backofen. Ein Eisfach. Und ein Kühlschrank, was alles auf Automatik lief. Dann sind wir eigentlich, dann ist hier noch der große Kleiderschrank mit der großen mit Beleuchtung. Mit Beleuchtung, ja. Ist ja für uns selbstverständlich, oder? Kleiner Feuerlöscher drin. Den lassen wir auch alle drin. Fälle. Und hier unten hat man dann unsere Handtücher und da ist der für die Elektro die. Ja, was sind das? Die Sicherung, ne? Die Hauptsicherung. Die Hauptsicherung drin. Gut. Wenn wir schon bei den Schränken sind, dann können wir auch hier hin. Da ist ja nochmal der kleine Kleiderschrank. Ach, da ist noch ein Bügel sogar drin. Mhm. Okay. Und hier unten noch ein Extrafach. Hier. Ja. Und dann haben wir hier nochmal ein Fach. Und da ist dann die Wasserpumpe drinne. Die Gasanschlüsse zum Ausdrehen. Genau. Und der Hahn ist halt speziell, weil wir zwei Wassertanks haben. Da kann man umstellen auf den einen oder anderen Wassertank. Genau. Wir haben unten drunter noch einen 80 Liter Zusatztank. Für Wasser. Für Frischwasser. Hier haben wir die Garderobe. So, dann geht's ins Bad. Ach, da brennt schon Licht. Ja, das ist ja schön. Ja. Also, könntest du mal bitte duschen kurz? Ja, da muss man ja die Schuhe ausziehen. Also die Dusche. Die ist extra. Die hat hier. Ich muss von außen machen. Ne? Mit extra Duschwand. Separat. Wird also nichts nass. Nichts, was nicht nass werden sollte. Hat auch nochmal ein Oberlicht. Mhm. Hat ein Fenster. Mhm. Toilette. So, und dann geht's hier weiter. Dann haben wir hier nochmal einen Schrank. Mhm. Sehr ja schick gemacht. Hier unten Fächer.
Und dann haben wir hier nochmal einen Schrank. Extra. Und was wir auch selber manchmal vergessen, hier hinten sind auch nochmal drei Fächer. Mhm. An die denkt kein Mensch. Das ist nicht schlecht. In der Ecke. Die vergisst genau. Man nämlich immer. Ja. Genau. Strom. Und, Strom für 220 Volt. Genau. Und hier oben ist auch nochmal eine Beleuchtung. Mhm. Und hier haben wir halt unseren Stecker reingesteckt. Italienischer Anschluss mit einem Adapter dazu und dann einem kleinen USB-Anschluss, dass man ihn auch nutzen kann. Genau. So, dann haben wir hier ist der Lichtschalter fürs Bad, für die andere Beleuchtung. Das ist nochmal ein 220 Volt. Dann haben wir hier nochmal wieder ein Oberlicht. Das ist jetzt das Kinderzimmer sozusagen, ja. Ne? Dann haben wir da drei Schränke. Dann haben wir da eine Ablage und auch da hinten nochmal zwei Ablagen. Und da sind auch zwei... Nochmal nachgerüstet, zwei USB-Dosen. Nicht USB, ja. Doch, da sind USB-Dosen drin für Handyladen. Ja, wie, was weiß ich, was die Kinder haben. Hier oben ist nochmal die Beleuchtung, falls ein Kind aus dem Bett muss, früh abends, um auf Toilette zu gehen. Und es hat auch eine eigene Beleuchtung dann noch, aber das hat man jetzt, glaube ich, nicht gesehen. Ne? Und hier ist eigentlich die Schiebetür, da ist jetzt unser ganzer Krimskrams drin, den wir jetzt fürs nächste mitnehmen. Genau, aber der große Kofferraum mit zwei Türen links und rechts. Und das Bett ist jetzt hinten hochgeklappt, normalerweise. Das kann man umklappen. Und dann hat man für Kinder zwei Kinder ein Bett. Genau, das ist doch top. Ja. Genau. Und das Ganze in einem wunderschönen dunklen Holz mit so einem Kirschbaum oder ähnlich, ja. So ein warm roter Ton, sehr gemütlich, abgerundete Klappen, eigentlich sehr schick, italienischer Style, muss man so sagen. Unser Fahrzeug hat auch einen vierfachen Fahrradträger dran. Ja, wie gesagt, Alarmanlage, zwei Wassertanks, Solaranlage. Aber keine Sattanlage. Was für Kinder manchmal besser ist. Da unten haben wir unterm Sitz noch eine Zusatzheizung, die vom Motor, von der Motorheizung gespeist wird, die man während der Fahrt laufen lassen kann, sodass der Innenraum schön warm wird. Und wo findest du jetzt unser Wohnmobil? Das wird jetzt morgen früh zum Freizeitmobile Gulde in Engen gebracht. Der hat es angekauft und dort übernehmen wir unser neues Wohnmobil. Freust du dich schon? Da freue ich mich schon. When the lights are out, you stumble in the dark. Pushing on, but then you went too far. When your ship has sailed and all your dreams are lost, everything is wrong, you feel like it's your fault. Just remember, I will be there for you, baby. Remember, there's nothing out there to get you, don't forget it. When life throws lemons, just call. We'll be right back.
it's your fault.